Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Enemy. Richtig, ich bin's, der Black, der Typ ist da. In der letzten Folge hatten wir ja ein bisschen die Leck-Probleme beschlagbrochen. Wie gesagt, für diese Aufnahme lässt sich schwierig beheben, aber wir werden irgendwie irgendwo was versuchen müssen und werden es auch machen. Die Frage ist nur, wo, wie und wann. Für diese Aufnahme auf jeden Fall erstmal nicht. Wir werden aber versuchen, ein paar Folgen noch zu machen, einfach weil wir ein bisschen Vorproduktion brauchen und dann müssen wir uns irgendwas überlegen. Müssen wir mal gucken, wir kriegen das schon hin, weil wie gesagt, ich will ja natürlich Dü nicht benachteiligen. Er will auf keinen Fall benachteiligt werden. Logischerweise. Das ist ja logisch, und, ne? Naja, wie gesagt, das, ja, eine führt zum anderen sozusagen. Ja, genau. So, so ist es. Okay, ich mute mich mal und dann geht's los. Genau, mute dich mal. Okay, so, der Black, der dürfte, soweit ich das gesehen habe, dürfte er eigentlich auf Reise sein. Das bedeutet, ich kann halt sagen, dass ich, wir machen das jetzt am besten. Okay. Es leckt halt immer noch, ne? Immer noch heftig. So. So, okay, gut. Ich gehe mal. Oh, ich kann hier nicht mal das hier aktivieren, Alter. Das ist ja heftig. Oh. Hat auch. Hat auch einen guten Leck, ne? Ihr seht schon, ne, wie das hier von der Performance her aussieht, ne? Also da lässt sich halt gar nichts generieren hier. Oder wird halt auch gar nichts generiert. Ne? Das ist halt schwierig, ne? Das ist halt echt schwierig halt gerade. Ja, und da was zu machen. Oh, wow. Ich will doch eigentlich nur die Query aufstellen und das halt. Ach man, ich kann die Query auch nicht aufstellen. Ach man, weil ich kein Zeug, weil ich nicht, mich nicht vorbereitet habe, die Buildcraft Query aufzustellen. Ach man. Ich wollte jetzt eigentlich nur die Gelegenheit nutzen, aber ihr seht schon, ne, es ist, glaube ich, werde dann, ja, wenn das jetzt hier sich nicht gleich ändert, muss ich dann vermutlicherweise die, bei mir lädt halt gerade gar nichts, ja. Also, ihr seht, man sieht es, es passiert leider gar nichts. Ja, ich weiß halt auch nicht, was. Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, was das jetzt hier ist. Ja. Ja, ich sehe halt wirklich. Also, ihr seht schon, ne? Ich weiß, keine Ahnung. Ja. 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 Ja, ich glaube, wir müssen die Aufnahme auch abbrechen. Also, das müssen wir erstmal. Also, ich kann hier gar nicht wirklich. Das ist jetzt die zweite Folge in Folge, die. Ja, ich kann hier wirklich gar nichts machen. Der Server ist. Können halt, wir die. Ja, können wir die Folge noch machen? Weil, wie gesagt, ist ja jetzt angebrochen. Wäre halt ungünstig. Ich kann halt. Ich kann halt wirklich wenig machen, halt, ne? Also, ich brauche halt für alles 20. Ja, drei oder viermal so lange. Ja, also ich bin jetzt wirklich die ersten 3 Minuten rumgerannt und muss warten darauf, dass der Server halt reagiert, halt so gesehen, ne? Das ist halt, ja, ist halt uncool. Ja, ja. Dann halten wir die Folge kurz, wir machen sie auf minimal, damit wenigstens ein bisschen was da hat und wie gesagt, fürs nächste Mal müssen wir uns was einfallen lassen. Ja, ja, es sind halt wieder 2 Folgen, die ich halt einfach in den Sand gesetzt habe halt, ne? So, ja, ich. Im Vergleich zu dir halt auch, ne? Das ist ja, halt. Ich sag mal so, ich habe auch Lecks. Natürlich jetzt momentan nicht so viele wie du. Hat man aber auch bei mir in der letzten Folge gesehen. Ja, auch der Dü, auch der Black hat seine Problemchen. Und die sind auch zu lösen oder müssen auch gelöst werden. Wie gesagt, du bist nicht der Einzige und wirst halt auch nicht der Einzige bleiben. Aber, ja, momentan hast du natürlich die mehr größeren. So. Wir machen noch schnell die Folge zu Ende, es zählt ja nichts. Ich mache auf jeden Fall kein PvP, zumindest in der Hinsicht, sei dir gewiss. Und alles andere wird dann halt noch versprochen. Na gut. Okay. Ich schwöre. Gib mir Mühe. So, okay. Das heißt also erstmal Waffenstillstand. Selbst wenn du irgendwo hingeht, ich werde ihn nicht verfolgen, weil wie gesagt, ich kann es ja auch verstehen. Achso, ich sollte mir erstmal. Okay. Gut, wir gehen jetzt einfach nochmal hier irgendwo hin, versuchen nochmal die Query halt aufzubauen. Ja, weiß ich nicht, also ist halt nervig.
Also kann ich halt jetzt auch nicht so ändern. Ihr seht das halt, ne, hier unten. Also, ja, eigentlich ist es halt... Es ist halt unmöglich, halt, das so zu spielen, halt. Ja, das ist halt wirklich unmöglich. Das ist, ja, es ist schwierig, ne? Ich kann die Query halt auch nicht aufbauen, ne? Also der hat halt... Sollten wir das nicht hinbekommen, werden wir eventuell, oder sollte ich das nicht zeitnah hinbekommen, werden wir eventuell wirklich erstmal wieder auf zweitägig zurückgehen. Dann können wir vielleicht die Probleme ein bisschen schneller lösen und dann gucken wir mal. Aber, ja, noch steht das natürlich nicht. So. Genau. Genau, ja, schauen wir mal. Hat sich denn eigentlich irgendwie was zur letzten Aufnahme krass bei dir verändert, dass du irgendwas gebaut hast, was halt die... Ja, schon, aber ich weiß nicht, normalerweise, wie gesagt, sowas hatte ich auch schon vorher gehabt. Das dürfte es eigentlich nicht sein. Also wie gesagt, ich sag's mal so, ne, also ich kann ja da ehrlich jetzt mal reden. Also ich ziehe halt gerade jetzt hier durch die Welt und die Welt, die baut sich halt erst auf. Und dazu muss ich sagen, das habe ich auch. Also insofern, das habe ich auch. Also selbst wenn ich bei mir zu Hause bin teilweise, wenn ich irgendwie durch die Gegend ziehe, da kommt halt teilweise nicht viel an. Es dauert ewig, durch die Welt zu ziehen. Das habe ich mir selbst festgestellt. Das ist bei mir genauso gewesen wie bei dir. Das heißt, da habe ich also auch keinen Nachteil oder Vorteil gehabt. Hat man ja gesehen, als ich durch die Gegend gezogen bin. Hast du gerade das Jetpack an? Ich habe es gerade an, ja. Ja, dann werden wir das wahrscheinlich direkt schon mal auf die Verbotsliste setzen. Es wird definitiv ein Mitgrund sein, weil, wie gesagt, das T4-Jetpack macht halt doch ordentlich Probleme. Ich bin jetzt zu Hause übrigens ja, wie gesagt, das T4-Jetpack ist halt eine heftige Sache, weil das halt so viele tausend Junks auf einmal in kurzer Zeit lädt, das schafft kein Server. Also wenn du da jetzt Probleme hast mit dem T4-Jetpack und einfach nur, ich konnte ja nicht mal sprinten, ich bin nicht mal gesprintet und hatte trotzdem Probleme. Und wenn das jetzt aber bei dir auch der Fall ist, ja, dann ja, dann ist es halt so, dann kann ich da jetzt auch nichts dran ändern. Weil, wie gesagt, dasselbe Problem hatte ich. Ja, weiß ich nicht. Ist halt schwierig. Kann ich verstehen. Wobei halt Alternativen sind halt bei mir halt noch weiter entfernt, weil ich da halt zurückhänge, ne? Halt, die zweite Geschichte halt dahinter. Ja, wie gesagt, entweder du lebst mit den Lecks, wenn du durch die Gegend reist und sagst, ja, okay, sie sind jetzt halt da muss ich jetzt, da kann ich jetzt nichts dran machen. Ich will aber das Jetpack behalten. Oder aber du machst nicht, guck jetzt, ich bin quasi jetzt gerade nach oben gegangen und momentan baut sich die Welt hier bei mir ganz langsam auf. Das liegt ja nicht an der Verbindung. Das liegt einfach wirklich daran, dass das Teil hier übermäßig überstrapaziert ist von der Rechnerleistung. Ich kann eventuell, und ich werde versuchen, auch nochmal 2 GB mehr RAM zu geben. Die sind vielleicht noch als Reserve da, aber wenn ich noch mehr gebe, kann es ja natürlich auch sein, dass man mir am Ende, sagen wir mal, alles abschmiert und das sollte natürlich auch nicht sein. Was machst du jetzt gerade eigentlich? Also machst du gerade irgendwas Spezielles? Ja, ich war jetzt gerade zu Hause, ich laufe aber jetzt nochmal ganz schnell dahin, wo ich herkam. Ja, ich hab was vergessen. Da liegt das Problem. Da fängt es an. Ich hatte gerade Du darfst nicht durch die Gegend laufen, genau. Ich hatte nämlich gerade wirklich mal, ganz kurz, Verbindung. Aber ich kann jetzt wieder auch nichts aufbauen. Also es ist unmöglich zu spielen. Ich sag mal so, wie gesagt, bei mir zu Hause, da hatte ich auch, wie gesagt, da hat mir auch, ging wirklich prinzipiell gar nichts. Aber es dauert nicht lang. Wie gesagt, das, was ich jetzt hier mache, das geht relativ schnell. Dann kommst du vielleicht weiter. Aber allerdings... Ja, das sagst du halt auch schon seit mehreren Folgen, ne? ja, ich bin jetzt... Ich war ja schon zu Hause. Ich habe noch was, eine Kleinigkeit vergessen. Ich wollte noch was kontrollieren. Und wenn das fertig ist, dann bin ich wieder... Abmarsch. So. Und im Prinzip, da wo ich bin, da dürfte es aber auch keine oder weniger Lecks geben. Klar, durch Mobs höchstens. Aber ansonsten muss hier nicht so viel geladen werden. Mhm. Ich habe übrigens mit dem T4-Jetpack habe ich übrigens in Infinite World habe ich keine Probleme. Also der Server ist auch deutlich stabiler, auch wenn du am Anfang was ganz anderes gesagt hast. Der Server ist deutlich stabiler. Das ist aber auch so, dass der erstens auf einer richtigen Server-Plattform läuft. Entsprechend haben die deutlich mehr Ressourcen. Es ist auch, sagen wir mal, von Mariandos mehr Ressourcen hinzugefügt worden. Das heißt, da gibt es einfach... keine Probleme. Wobei ich habe. Oder es gibt schon Probleme, aber die werden halt weniger. So.
Oder sind weniger, sagen wir so. Okay. So, ich begebe mich jetzt nach Hause und dann kannst du von mir aus ein bisschen durch die Gegend ziehen. Aber wie gesagt, momentan, wie gesagt, ist halt viel schon geladen, viele Dinge sind gemacht. Wenn du jetzt aber auch noch an einer Ecke bist, wo sowieso noch gar niemand war, dann lädt das zusätzlich noch. Nee, da war ich schon gewesen. Also das wurde schon geladen, keine Sorge. Ja, aber wie gesagt, auch das ist trotzdem, wie gesagt, ich bin jetzt wieder zu Hause und mein Gebiet baut sich so langsam auf. Noch nicht. Jetzt. Jetzt habe ich alles quasi von dem, was hier unten in meiner Hütte so fertig ist, soweit fertig. So, und wenn ich jetzt hochgehe, dann gucke ich mal hoch. Ja, da baut sich überall noch das Gebiet auf. Also, wie gesagt, diese Probleme hast nicht nur du. Und wenn du vorwärts fliegst, wie gesagt, ich konnte damals, als ich mit dem T4-Jetpack rumgedüst bin, ich konnte nicht mal sprinten. Und wenn ich ohne sprinten, war ich auch langsam. Das heißt, dieselben Probleme, die du hast, die habe ich auch gehabt. Insofern ist das zumindest schon mal kein Nachteil für dich, weil das offensichtlich genauso bei mir war. So, dann gucken wir mal, ob das hier offensichtlich funktioniert hat. So, ja, das hat funktioniert, deswegen, ich bin jetzt erstmal wieder zu Hause. Ich müde mich erstmal und wie gesagt, wir machen die Folge wenigstens noch zu Ende und dann gucken wir mal. So, plumm. Okay, ja, ist halt auf jeden Fall nervig. Wie gesagt, ich sehe das halt hier unten, sehe ich das halt nicht, ne? Das ist halt, auf jeden Fall, wie gesagt, da passt auf jeden Fall die Performance halt nicht. Das ist halt leider ärgerlich und schade. Ist halt blöd. So. Ja, viele Daten müssen ja eigentlich auch nicht transportiert werden, ne? Nur die Koordinaten, na gut. Weiß man ja nicht, was da alles so transportiert wird, ne? Keine Ahnung, wo ich jetzt hier gerade bin. Ja, ich sehe ich halt nicht, ne? Ja, jetzt habe ich mir halt natürlich auch die Koordinaten nicht aufgeschrieben davon. In dem Query-Standort. Ja, muss ich mir dann halt noch in der Folge dann nochmal gleich noch anschauen. Ja. Jetzt aktualisieren. Ja, ich schaffe halt gar nichts, ne? Also die Folge ist halt auch mal wieder halt übernommen für den Popo, ne? Ja. Okay. Weiß ich nicht, habe ich jetzt Zugriff auf das ME-System? Nee, habe Zugriff auf die Kiste, habe ich. Ja. Ach man, es ist nervig. Ich kann halt gar nichts machen. Eigentlich müsste ich. Ach man, eine Scheiße. Ich werde mal mit dem Black dann darüber reden, ob ich halt vielleicht gegebenenfalls eine Folge extra hier machen kann, weil ich halt wirklich nichts erreicht habe jetzt hier in dem Fall. Das wäre halt vielleicht, dann benenne ich die Folge halt einfach so. Weil wie gesagt, ihr seht ja, ne, ich meine, es geht halt gar nichts, ne. Die Query aufzustellen, ich meine, das ist eine Sache von eigentlich 5 Minuten, theoretischerweise. Ja, und, das hat das Ganze halt jetzt so hinausgezögert und, es ist halt wirklich so. Es ist halt nervig ohne Ende, ne, und, Ich weiß auch gar nicht, wie ist der Ping eigentlich? Ich habe auch eine schlechte Verbindung halt an sich, ne? Halt vielleicht nochmal einen Disconnect wagen. Okay, gehen wir falls nochmal drauf joinen. Ja, hier ist der Ping eigentlich ganz. Ging jetzt eigentlich ganz gut halt, ne? Vielleicht löst das jetzt zumindest ein bisschen das Problem. So, da ist noch die alte Version von mir. Das ist zumindest meine Verbindung halt auf jeden Fall stabil. Hallo Kollege, na? Hm,
Na, wie geht's? Left the game. Okay. Ich bin aber scheinbar immer noch nicht drin. Halbe Minute halt Delay, ne? Das ist halt, ja. Ich kann halt, was ich halt noch testen kann, ist halt, aber, ja. Ja, da gibt's halt nichts zum Testen halt, ne, ich kann halt gar nichts machen, ne. Ja, ich denke, wir müssen hier an der Stelle halt auf jeden Fall abbrechen, schon die Folge auf jeden Fall. Ja, gar nichts geschafft. Ja, zählt nichts, ist halt so. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich dann ohne Lags. Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss.